Eminem ist der beliebteste Mensch der Welt. Zumindest, wenn es nach Facebook geht. Dort hat er nämlich jetzt als erster die 60 Millionen Fans-Marke geknackt. Dich gefolgt von Rihanna. Ein kleiner Tipp von uns, Rihanna. Vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Titte. Apropos Frauen, schaut leider doch schlecht aus mit den Spice Girls. Einmal können wir sie noch gemeinsam auf der Bühne erleben. Und zwar am 12. August bei Olympia. Danach will vor allem Posh Spice, Victoria Beckham, nie mehr was mit den anderen zu tun haben. Und nicht mehr nackt! Auch nicht nackt. Ah, verdammt! Zickig geht's momentan übrigens auch zwischen Justin Timberlakes Ex Cameron Diaz und seinem jetzigen Betthupferl Jessica Biel zur Sache. Cameron hat gesagt, dass sie Justin immer irgendwie lieben wird. Und dann hat die Jessica wieder gesagt, dass sie den Justin nicht heiraten wird, solange die beiden noch Kontakt haben. Ja, entweder oder, ne? Also die unendliche Geschichte funktioniert immer super. Jetzt komm, jetzt hör mal mit deiner Gefühlsdusselei auf, weil sonst sag ich dir gar nichts mehr. Ja, aber Jessica hat auch Gefühle, die hat halt auch... Frauen mit dicken Knarren, blutrünstige Männer und fliegendes Gedärm. Und mittendrin Lady Gaga. Die gibt jetzt nämlich ihr Filmdebüt im Splatterstreifen Machete Kills als Gangsterbraut. In dem Streifen von Robert Rodriguez sind übrigens auch Mel Gibson und Charlie Sheen zu sehen. Jetzt sag halt was. Martin, macht kein SMS. Ja, in diesem Sinne euch allen schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche.